Herzlich willkommen heute nicht als Livestream, sondern als Aufzeichnung. Das hat einen aktuellen Hintergrund, den werde ich dir gleich erläutern, aber nichtsdestotrotz auch heute mit dir auf den DAX schauen, direkt nach dem Intro. Und den Grund möchte ich auch gleich nennen, denn wir haben heute ein Spezialevent, die World of Trading, nicht nur heute, sondern heute und morgen. Das Ganze geht 2 Tage, findet einmal im Jahr statt. Das ist bereits das 17. Mal und ich bin hier einer der Moderatoren, darf die Bühne und das Live-Trading begleiten. Freue ich mich sehr darüber. Einige bekannte Kollegen und vielleicht auch dir bekannte Trader werden hier mit dabei sein und aus diesem aktuellen Grund zeichne ich das Video jetzt kurz vorher auf, werde dann zur normalen Streaming-Zeit auch online sein für dich, aber das Event übertragen, also nicht so stark in Interaktion mit dir treten können wie an den anderen Tagen, aber dennoch entsprechend für dich da sein. Ja, der DAX ist auch schon für dich da, die Vorbörse, das ist der erste Blick, den wir hier uns gönnen, ist nahezu unverändert zu gestern 22 Uhr und bevor ich in meine DAX-Analyse hineingehe, möchte ich noch den Risikodisclaimer hier mitgeben. Ich blende das Ganze einmal in einer Folie ein, in einer PowerPoint-Folie. Oder ich kann es auch ganz groß machen, das ist überhaupt kein Problem. Da sind wir auf dem aktuellen technischen, ja, Höchstlevel, möchte ich fast schon sagen, was hier möglich ist. Und den Disclaimer, den möchte ich natürlich auch nicht unterschlagen. Das Ganze ist keine Handelsempfehlung, das ist keine Anlageberatung, sondern spiegelt meine Meinung wider als Trader. Insofern, ich bin eingeblendet. Du siehst mich und siehst dann auch gleich die verschiedenen Charts. Und damit du sie in voller Größe genießen kannst, blende ich mich dazu einmal aus. Also, das war so ein bisschen das, was uns in den letzten 2 Tagen begleitet hatte. Starke Abwärtstrends und der Ruf nach einer Erholung. In diesem Ruf ist der Markt ein bisschen gerecht geworden. Erst einmal am Dienstagabend, da hat es nicht ganz geklappt, da gab es das klassische Fehlsignal und wir hatten dann am Mittwoch nämlich diesen Ausverkauf, muss man schon fast sagen, bis zu den Tiefs aus Mai gesehen. 15.000 ist gefallen, die 15.029 als 200-Tage-Linie wurde auch unterschritten und am Ende fanden wir uns an den Mai-Tiefs wieder bei 14.818 Punkten. 816 war genau das Mai-Tief, also 2 Punkte bei diesen starken Bewegungen. Das sei einmal vernachlässigbar. Es hat dort den Rebound gegeben und das Ganze führte zurück zur 15.000. Kein Schlusskurs über der 15.000 am Mittwoch noch, aber am Donnerstag und zwar gleich am Morgen mit einem Gap. Und das könnte nun der nachhaltige Ausbruch sein. Also wenn der Ausbruch davor nicht nachhaltig war, weil wir mit einem Gap auf der Unterseite noch einmal tiefer gingen, so haben wir erstens ein neues Gap hinterlassen und zweitens nun diese Trendlinie gebrochen. Die große Trendlinie noch nicht, da braucht es noch einige Punkte, aber die kleine ist auf jeden Fall schon gebrochen. Und die kleine immerhin begann ja ab der 15.699, das war das Montagseröffnungsniveau nach dem Wahlwochenende. Also eine durchaus brisante Situation, die sich jetzt hier wieder einmal auflösen könnte. Und ich hatte die Gap bereits angesprochen. Das eine Gap wurde gestern Mittag geschlossen und das andere Gap, ja, das haben wir nun hinterlassen auf der Unterseite. Aber so wie die Dynamik ausschaut vom Tief zum aktuellen Schlusskurs von gestern Donnerstag waren das ja Bewegungen von 430 Punkten. Das sah jetzt nicht nach Schwäche aus, als dass wir das Gap direkt heute schließen. Wir schauen gleich mal auf die Vorbörse, was sich da ereignet, um eine genauere Indikation zu finden. Wenn man vom Tief ausgehend eine Trendlinie hier einzeichnet, sieht man sehr, sehr deutlich, dass wir zur ehemaligen Range-Kante laufen. Also dieser Hochpunkt, den hatten wir auch gestern im Live-Trading-Room besprochen, ist ja auch der Hochpunkt gewesen vom 1. Oktober, also letzte Woche Freitag. Also vielleicht hier so eine Art Doppeltop, aber wahrscheinlicher ist es, dass wir hier in diesem Bereich zur 15.300 vielleicht uns nochmal auspendeln, dass wir diesem Trend nochmal ein Stück weit folgen. Ob der über die 15.300 hinwegträgt, das wage ich persönlich zu bezweifeln, denn heute stehen auch noch wichtige Arbeitsmarktdaten an und zumindest im Vorfeld könnte es daher eher zu einer Konsolidierung an dieser Hochkante um die 15, 250, 260, also diese Freitagshochs kommen, vielleicht in der Ausdehnung 15.300, aber ein Durchlaufen dann
über diesen Punkt hinweg zur 15.460. Das wäre dann das nächste Ziel übrigens im mittelfristigen Chartbild. Das glaube ich vor den Arbeitsmarktdaten auf jeden Fall nicht. Trotzdem eine interessante Zone, man sieht es auch mittelfristig und der ein oder andere mag sich erinnern, dass wir über Wochen hinweg über dieses Gap gesprochen hatten, nicht Gap, Entschuldigung, über diese Range zwischen 15.300 und 15.800, die hat uns nämlich mehrfach gefesselt und war dann auch immer mal wieder auf der Unterseite so eine Art Unterstützung, Anlaufpunkt auf jeden Fall und nun, ja, Widerstand, also eine Entscheidungszone, eine interessante Zone, möchte ich meinen und genau das wird heute womöglich im Fokus des Handels stehen. Der Nachthandel hat noch keine Implikationen hier zugelassen, wohin es gehen könnte. Wir notieren an der Schwelle zu den Vortageshochs, war mal ganz kurz drüber, aber nicht merklich. Und jetzt sind wir zum Xetra-Kurs bzw. zum 22-Uhr-Kurs nahezu unverändert. Ein paar Punkte im Plus. Ich schaue gleich noch einmal auf die Live. Notierung an der LS Exchange. Zuvor der Blick auf die Termine, 8 Uhr die Handelsbilanz aus Deutschland und dann 14.30 Uhr. Das sind die wichtigen Daten, die wir schon die ganze Woche erwarten. Die Arbeitslosenquote, die soll leicht besser sein, 5,1% in den USA. Die durchschnittlichen Stundenlöhne sollen etwas sinken, also nicht sinken im Sinne von sie sinken wirklich, sondern der Aufschlag soll geringer werden als noch vor einem Monat. So muss man es ausdrücken, auf Sicht von einem Jahr natürlich immer noch eine Steigerung von 4,6% und das ist eben Inflation letzten Endes auch mit. Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft dürfte wichtig sein, wie viele neu geschaffene Stellen hier den Arbeitsmarkt anschieben und damit ist 14.30 Uhr der wichtigste Termin des Tages bereits schon vorskizziert. Für mich gibt es nicht einen wichtigsten Termin, sondern der ganze Tag ist wichtig, denn ich darf, wie ich eingangs sagte, die World of Trading mit moderieren. Das Bild kann man jetzt direkt abgleichen mit meinem Live-Bild. Ich blende mich dazu mal ein und dann sieht man, ich sehe noch genauso aus, oder? Ungefähr. Also freue mich drauf, wenn du dich da auch registrierst, weil bei mir hier im Stream haben wir natürlich auch die Möglichkeit, auf die Hauptbühne zu schauen, aber die ganzen anderen Räume, ich kann nicht parallel alles hier upstreamen und das ist auch nicht Sinn der Sache, denn Sinn der Sache ist es auch, mit den Referenten in Kontakt zu treten und das geht natürlich nur, wenn du dich anmeldest auf wot-messe.de und dann dort deine Fragen reingibst und interaktiv quasi an diesem Event teilnimmst oder streckenweise hier einfach zuschaust. Je nachdem, was dir mehr liegt, du findest weitere Informationen von mir oder zum Kanal Fit for Finanzen dann natürlich hinter den entsprechenden Symbolen. Twitch wird kurz nach 8 Uhr wieder zugeschaltet und private Eindrücke gibt es auch von mir auf Instagram unter anderem und das YouTube auf YouTube. Das YouTube-Video auf YouTube. Das YouTube gibt es auf YouTube. Sehr interessante Satzkonstellation, das muss ich noch ein bisschen üben. Also jetzt leicht über den Schlusskursen von gestern und ich hatte versprochen, in den Chart mal reinzuschauen. Da sieht man sehr, sehr gut einerseits das Gap, das größere, was noch dann zum Vortag geöffnet ist, also zum Vortag soll heißen zum Mittwoch. Wir haben ja heute schon den Freitag und dann wie brisant auch diese 15.260 ist. Also hier war es einmal die Unterstützung, zweimal die Unterstützung, dann einmal der Widerstand auf die Freitagsverluste. Sind wir nämlich genau hier hingelaufen, haben das Gap, was es damals gab, geschlossen. Ja, und dann könnten wir vielleicht hier durchstechen und die 15.300 in Augenschein nehmen. Übergeordnet ist das schon der Bruch der kleinen Trendlinie, das hatte ich auch aufgezeigt. Und die große Trendlinie, die sieht man hier oben. Ja, da braucht es noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. Die beginnt nämlich ab dem Allzeithoch, möchte ich meinen. Oder fast Allzeithoch, genau in dem Bereich Ende August. 16.000 Punkte, also da haben wir noch ein bisschen Bewegung. Aber runde Marken sind sowieso on vogue. Das haben wir gestern in den USA gesehen. Auch diesen Blick möchte ich hier nicht verwehren, wenn wir auf den Nasdaq schauen. Du erinnerst dich vielleicht gestern. Im Nasdaq haben wir auch ein bisschen gehandelt im Live-Trading. Und da war genau diese 15.000 hier dann der Wendepunkt am Ende. Und wir sind zurückgelaufen bis fast zum Tagestief. Auch da gibt es einen Gap im Nasdaq. Auf der Oberseite sogar noch zwei Gaps. Also der ist ziemlich eingekesselt von Kurslücken. Und beim Dow Jones sah es mit den runden Marken ähnlich aus. Wir waren im Hoch hier bei 34.975. Also das war nicht ganz das Hoch, die 35.000er-Marke, ein bisschen Respekt gab es hier davor, aber wir sind sehr nah rangekommen. Auch da ein Gap zu Mittwoch, das wurde nicht ganz angelaufen, aber zum Handelsende hin ein bisschen mehr Schwäche auf jeden Fall.
das sind so meine Inspirationen für den heutigen Handelstag. Ich würde mich freuen, wenn du den begleitest, wenn du das Video likest, den Kanal abonnierst und wir uns im Laufe des Tages oder vielleicht auch Samstag, am zweiten Tag der World of Trading Messe, nochmal begegnen. Bis dahin alles Gute, dein Andreas Bernstein.